Hallo und herzlich willkommen bei Flavor and Flames. Heute haben wir Spare Ribs im Dutch Oven gemacht, und zwar Schicht Ribs mit Gemüse. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schaut rein ins Video. Viel Spaß! Wir machen heute Schicht Ribs im Dutch Oven. Ich habe hier ein paar Rippchen vorbereitet, das sind 4 Stück. Wir haben noch ein paar mehr, wir müssen mal gucken, wie wir hinkommen. Wir müssen dann auch die Silberhaut abziehen und ich möchte mit Tennessee Teardown würzen. Ja, wer hätte es gedacht, mal wieder, ne? Aber ist halt super, das Zeug. Und da kommen natürlich noch ein paar andere Zutaten mit dazu. Wir haben hier circa 8 mittelgroße Kartoffeln, mehr oder weniger. Hier haben wir geröstete Paprika, also geröstet an der Schale. Die Schale wurde dann abgezogen. Schmecken super, die gibt es in einem Glas in jedem Supermarkt. Dann haben wir hier noch 4 mittelgroße Zwiebeln, 2 Packungen Bacon und Mais. Gut, dann bereiten wir jetzt die Zutaten vor. Fangen wir den Rippchen an. Wie immer, wir nehmen uns einen Löffel und suchen uns hier hinten die zweite Rippe, setzen an, dann einmal durch, hochziehen. Und ab damit. Das machen wir jetzt mit allen 4. So, die Silberhaut haben wir runter, also ab ans Würzen. So viel wie bei klassischen Spare Ribs nehmen wir nicht, weil es kocht alles zusammen in einer Brühe und kommt alles zusammen auf den Teller. Also dezent würzen ist diesmal vollkommen ausreichend. Und nicht zu vergessen, wir machen da Bacon ran. Wenn der Bacon rankommt, haben wir natürlich sehr viel Salz im Bacon. Da wollen wir das alles nicht übersalzen. Und die Menge ist vollkommen ausreichend. Wunderbar. Die Spare Ribs sind fertig vorbereitet und jetzt machen wir uns weiter an die anderen Zutaten. Wir machen weiter mit unseren Zwiebeln. Wir müssen die schälen und dann in Scheiben schneiden. Wir wollen alles in dem Topf wollen wir schichten. Zwiebeln haben wir jetzt geschält und wir schneiden sie jetzt in Scheiben, und zwar in der Dicke in etwa. Schön dicke Scheiben. Oh, wunderbar. Und weiter geht's mit unseren Kartoffeln. Die habe ich einfach mal geschält.
Und genau dasselbe, wir wollen alles in Scheiben haben. Und dann geht es weiter mit der Paprika, die wollen wir einfach nur mal der Länge aufschneiden, wie die hier mal schaut. Also, das ist alles, was wir machen. Wir das einmal aufklappen können. Mehr brauchen wir nicht. Und die Kerne können wir auch gerne drinnen lassen. Die sind ganz lecker. So, und dann fehlt nur noch der Mais. Den schneiden wir genauso in Scheiben. Ich möchte mit euch über meinen Dutch Oven reden. Das hier ist ein Barbecue Toro, 12 Zoll. Das Papierstück habe ich hier nur, damit ich mir die Finger nicht schmutzig mache. Ja, schaut mal rein, ne? Und ja, ich kann euch den nicht empfehlen. Tut mir leid. Wenn ihr mal hier schaut, die Wandstärke hier ist relativ dünn. Wenn ihr mal dann hier gegenüber schaut, die ist sehr dick. Und das führt einfach mal dazu, dass wenn ich den jetzt hier mal schieße und ich den anheben möchte, und ja, zweite Sache, ja, ist ja auch immer so ein bisschen eng, ob der Vorstand hier ist oder nicht, das gefällt mir alles nicht, ne. Wenn ich ihn anhebe, dann ist er schief. Wenn ich den jetzt Rand voll hätte, dann würde mir die ganze Suppe hier auslaufen. Das ist der erste Dutch Oven, den ich hier gekauft hatte, und ich wollte ein bisschen sparen. Ich dachte mir, mal schauen, was dabei rumkommt. Und ne Leute, also wenn ihr was Vernünftiges wollt, gebt Geld aus, kauft euch was von Petromax. Das ist der große Hersteller hier in Deutschland, der liefert ordentliche Qualität, da passt auch alles und so weiter. Ich arbeite dann einfach mit Handschuhen und immer zur Demonstration fasse den dann einfach so an, damit mir eben nichts ausläuft. Und ja, es ist jetzt für mich so in Ordnung, ich komme damit klar. Empfehlen kann ich ihn aber leider nicht. Gut. Wir gehen dann weiter zu unserer Vorbereitung. Wir müssen jetzt nur noch schichten. Wir fangen mit unserem Bacon an. Wir legen den jetzt aus. Den Dutch Oven damit, damit er nicht anbrennt. Ich habe den eben gerade unten hingelegt, das war nicht so ganz richtig. Man fängt mit den Seiten an, das weiß ich eigentlich besser. Also dann so. So, der Bacon ist fertig ausgelegt. Das muss nicht hundertprozentig überall mit ganz genau dran sein. Das wird so vollkommen reichen. Gut, wir fangen an mit dem Schichten. Wir nehmen uns als erstes natürlich Barrett.
Ich befürchte, wir haben nicht genug Spare Ribs, aber wir haben noch viel im Kühlschrank. Notfalls machen wir da noch ein paar fertig, aber wir schichten erstmal weiter. Gut, als nächstes die Zwiebeln. Schichtest du im Kreis? Ich schichte im Kreis. Okay. Man kann natürlich von oben nach unten schichten, sich den ein wenig hochstellen, aber ach, wird schon gehen. Alles, was jetzt nicht ganz nach oben kommt, das werde ich dann einfach im Nachhinein nachlegen. Gut, weiter geht's mit den Kartoffeln. Weiter geht's mit einem Rippchen. Fleisch reichen. Mhm. Ja gut, jetzt sehen wir das alles natürlich wieder ein wenig anders. Gut, wunderbar. Den Rest füllen wir jetzt auf mit dem Gemüse, mit den Kartoffeln und den Zwiebeln. Und dem Mais und der Paprika. Und dem Rest natürlich auch, ja. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, noch ein bisschen mehr von dem Gewürz dran zu machen. Wir haben ja jetzt die Barbecue-Soße dran, aber wir haben gar nicht so viel Fleisch jetzt im Verhältnis zum Gemüse drumherum. Deswegen mache ich mal einfach noch eine Prise mit dazu. Sorgt ja noch für einen ordentlichen Geschmack. Wird auf keinen Fall schaden bei der Menge, die ich hier habe. Gibt auch eine schöne Farbe später, nämlich das Paprika. So, das war's. Unsere Schichtribs sind fertig. Wenn ihr mal darüber schaut, da brennen uns gerade die Kohlen an. Da packen wir die jetzt gleich drauf. So, wir ziehen nur noch den Bacon-Eimer rüber. Wir könnten jetzt noch etwas Bacon oben drauf verteilen. Ich habe aber einfach keinen mehr da. Wunderbar. Deckel drauf. Und ja, ab beim Grill, / Feuerstelle. So, ich habe mir mal ein paar Handschuhe geschnappt und eine Zange. Ich werde jetzt hier die Kohlen ein wenig unten verteilen, die ich hier angebrannt habe. So in etwa. Ja, reicht. Und da kommen dann die restlichen oben drauf. So, ich habe jetzt die Kohlen hier mal oben und unten verteilt. Und ich schätze mal, wir werden jetzt 3 Stunden brauchen, bis alles gar ist. Die Temperatur behalte ich mal ein bisschen im Auge. Ich werde mal zwischendurch rein schauen. Ich habe hier einen wunderbaren Deckelheber. Den solltet ihr auf jeden Fall haben, wenn ihr so etwas macht, sonst verbrennt ihr euch ganz schnell die Finger. Ja, hier wunderbar zum reingreifen und dann anheben, wenn es dann nötig ist. Und wir warten jetzt erstmal ab. In einer Stunde schauen wir mal zusammen rein. So, eine Stunde ist rum. Wir wollen mal reinschauen in den Topf. Eins kann ich euch jetzt schon sagen, es riecht fantastisch. Schauen wir doch mal rein. Mal schön vorsichtig. Oh, wow. Also die Flüssigkeit
gefriert in etwa bis zur Hälfte. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Ja. Jo. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja. So, unser Essen ist fertig. Wollen wir doch mal reinschauen. Heben wir mal den Deckel ab. Gut, dann wollen wir uns die mal auf den Teller packen. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier ausschaut. Okay, also das Fleisch ist super zart. Schaut euch das mal an, wie das hier direkt zerfällt. Butterzartes Fleisch. Gucken wir doch mal nach dem Gemüse. Oh, wunderbar. Noch etwas Mais dazu. Das riecht fantastisch. Immer so schade bei YouTube, der Geruch, der kommt einfach nicht rüber. Ich verpasse das Beste. Gut, dann machen wir mal einen richtig schönen Teller fertig. Ich habe nämlich Hunger, Leute. Ich habe jetzt 3 Stunden lang diesen Duft in der Nase gehabt. Jetzt will ich essen, aber richtig. Ja, und wir probieren das Ganze jetzt natürlich auch nochmal. Fangen wir hier an, draußen mit dem Gemüse. Starten wir etwas von der Kartoffel runter. Heiß. Wow. Allein die Kartoffel, die ist butterzart gekocht. Sehr lecker. Dann nochmal den Mais. Oh, lecker. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Das Fleisch. Das Fleisch ist so butterzart, das ist grandios. Okay, Leute, unbedingt nachkochen. Das ist das beste Partygericht überhaupt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.